freue mich, dass wir diesen Park nun nach langer Durststrecke endlich wieder für Kulturveranstaltungen öffnen können. Ist definitiv der schönste Regierungssitz Deutschlands. Ja. Und da passt Kunst richtig hin und deswegen ist es nicht nur der schönste Regierungssitz, sondern auch der kunstbeflissenste. Und wir wollen damit einfach zeigen, dass wir Kunst und Kultur wertschätzen. Wir haben ja jetzt in der Pandemie oft über systemrelevante Bereiche von Gesellschaft und Arbeitswelt gesprochen. Ich bin der Überzeugung, auch die Kunst ist systemrelevant. Sie gehört einfach zum Menschen dazu. Wir sind ja stolz, dass wir die ältesten Kunstwerke der Menschheit höchstwahrscheinlich besitzen, auf der Alp gefunden, darunter eine Flöte. Schätzungsweise 40.000 Jahre alt. Ich meine, das ist doch was. Ja? Und es zeigt, dass die Kunst zum Menschen gehört. Ich freue mich natürlich auf Harald Schmidt und seinen Humor. Und wie Sie diesen Humor einschätzen, das überlasse ich Ihnen. Aber jedenfalls, ich mag ihn sehr mit seiner Direktheit, aber auch mit seinem Hintersinn. Cornelius Meister, der als Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart glänzt und auf seinen Flügeln ja nun wirklich ein wirklicher Meister ist. Auch Sebastian Manns, Soloklarinettist des SWR. Sinfonieorchesters und einer der besten auf diesem wunderbaren Instrument, die Sopranistin Beate Ritter, in Wien ausgebildet und dort wie an vielen Opernhäusern weltweit gefeiert. Auch die Mezzosopranistin Diana Haller, die in Triest, London und Stuttgart studiert und bereits in vielen Rollen auch international geglänzt hat. Ihnen also allen ein herzliches Willkommen. Ein Opernfreund, Herr Ministerpräsident? Ja, durch und durch. Wirklich? Ja. Haben Sie eine Lieblingsoper? Es wechselt ein bisschen. Aha. Jetzt spannen Sie uns aber nicht länger auf die Folter. Also was sich ein bisschen durchzieht, ist die Zauberflöte. Und sagen wir so, nach der 20. Inszenierung dachte ich dann mal, jetzt reicht's. Und bin ich natürlich in die 21. gegangen und es reicht nie. Ja. Und ich finde, das ist das Inspirierende aus solch einem alten Stoff. Die Musik ist erstmal da, wird natürlich interpretiert und dann ein großartiges Regietheater dazu. Das mögen Sie schon, ja? Ja. Wirklich? Und das inspiriert mich. Ja? Ich muss ja auch Politik machen auf demselben Text der Verfassung. Bei Männern, welche? Die sich auch nicht groß ändern soll, finde ich. Ja. Aber das immer tagespolitisch wieder zeitgenössisch zu machen. Ja. Und das empfinde ich bei der Oper auch so. Haben Sie Entschuldigung, jetzt muss ich was zwischenfragen. Ist bitte? Für Sie Politik mehr Regie oder mehr Theater? Kommt drauf an. Ja. Was halten Sie denn, Herr Meister, von Regisseuren? Also es gibt ja diesen ehrlichen Kampf Regisseur gegen Dirigent. Nein, nein. Wirklich? Nein. Wissen Sie, wie das Ensemble? Nie erlebt. Nie? Nein. Ich bin ja noch jung. Ich hab das Ensemble gefragt, wer ist für euch wichtig, der Regisseur oder Dirigent? Haben Sie gesagt, im Zweifelsfall der Dirigent, mit dem haben wir öfter zu tun. Das ist besser, als wenn Sie gesagt hätten, beide sind nicht wichtig. Hm? Ja. Also das heißt, Sie verschließen Sie nicht manchmal die Augen von dem, was Sie auf der Bühne sehen? Nein, dann mache ich nicht mit. Ach. Ich mache nur, was mir Spaß macht. Sie würden ja, ganz ehrlich, nein, nein, also ich, wir wissen das ja immer 3-4 Jahre im Voraus, ja. Mit wem wir zusammenarbeiten und ich weiß, mit wem ich gerne zusammenarbeite. Ja?
Und dann sind Sie auch nie negativ überrascht, wenn Sie das Ergebnis doch, sind. Doch, ja. Aber ich habe mich auch selber oft geirrt. Und ja? Ich war dann froh, dass ich gezwungenermaßen bis zum Ende dabei geblieben bin. Und 3 Jahre später hat man manchmal eine andere Meinung davon als 3 Jahre vorher. Und das ist gut so. Ja, also offen bleiben. Spielen Sie selber ein Instrument? Nicht mehr, leider. Was haben Sie denn gespielt? Posaune. Posaune? Ja, im Posaunenchor von der Kirche oder an der Blaskapelle? Ich bin ja katholisch in der Blaskapelle. Ja, das muss man schon sagen. Ich bin ja auch katholisch, aber diese Posaunenchöre vom Kirchturm runter, das hat schon was, oder? Hat was, aber hallo. Ja, erleben Sie das auch manchmal, die sagen, das hätte ich jetzt eigentlich lieber nicht so gemacht? Ja, aber man schaut mir schon sehr aufs Maul. Ja, aber das ist ja Ihr Erfolg. Ja, schon. Dass man sagt, er redet, wie der Schnabel gewachsen ist. Dass Sie sich nicht verstellen. Das ist aber nicht ungefährlich. Ja, gut, aber das ist ja, haben Sie eigentlich hier... Sie sind ja heute auch unter uns, nicht? Also eigentlich ganz vertraut. So, man kann über alles sprechen. Ja, und ich meine jetzt hier im Garten von Versailles, von Reitzenstein. Was hören Sie denn privat für Musik? Opern. Ja, Wagner auch? Wagner auch. Ich bin zwar sehr spät zu Wagner gekommen, den habe ich sehr, sehr lange... Jetzt einfach aus politischen Gründen abgelehnt und ihn auch deswegen nicht gehört. Ja. Ich glaube, erst ab 50. Ja. Ich glaube, mit 50 war er zum ersten Mal im Tannhäuser. Und ich meine, das weiß ja jeder, dann wird man süchtig. Ja. Okay. Das ist unvermeidbar. Und auch da denke ich wieder, Gott sei Dank ist die Musik dabei. Man stellt sich mal vor, ohne Musik, diese Stabreim-Orgien. Ja. Das können wir wirklich nicht lange ertragen. Ja. Aber ich meine, Ouvertüre zu Lohengrin, wahrscheinlich eines der großartigsten Werke der Musikgeschichte. Ja. Ich meine, das ist klar, wem kann sich niemand entziehen. So, also Ihr Kollege Barenboim hat gesagt, er ist ein Rückenmarkskomponist. Wagner. Und ich finde, das stimmt. Und kennen Sie das berühmte Zitat von Leonard Bernstein, was er gesagt hat über Wagner? I hate Wagner with every piece of my heart, but I do it on a bended knee. Ja? Und das, finde ich, beschreibt schon sehr gut, oder? Sind Sie denn so eine Art nachgeordnete Behörde wie der Verfassungsschutz? Oder Herr Meister? Nein, um Gottes Willen, nein. Und ehrlich gesagt... Also über die Jahrhunderte waren es doch tatsächlich die Herrscherpersönlichkeiten, die sich ihre eigene Kapelle gehalten haben. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Das ist so. Das Staatsorchester ist ja, hat eine 427-jährige Tradition, geht zurück auf die Hofkapelle, die württembergische. Und das ist schon ein, also ich glaube, man spürt das, in welchen Ländern und auch in welchen Regionen diejenigen, die Entscheidungen treffen, Kultur mögen oder doch zumindest einen Bezug zur Kultur haben. Jetzt, Herr Ministerpräsident, wir haben jetzt über klassische Musik, wenn Sie sozusagen so mal das Autoradio einschalten, ist das dann auch Klassik oder geht es dann auch mal in den Rock- und Pop-Bereich? Sozialisiert als Jugendlicher bin ich mit dem Jazz. Ah. Ich bin also ein wirklich alter Jazz-Liebhaber und lange Zeit war das weg. Ja. Ja. Und ist jetzt vor ein paar Jahren wieder gekommen. Das war reiner Zufall. Mein älterer Bruder hat irgendwann ein Grammophon mitgebracht, so ein nierenförmiges. Und eben zufällig ein paar Jazzplatten mit dazu. Die hat man natürlich, was weiß ich, 17 oder 170 Mal gehört. Und dadurch bin ich eigentlich jazzmäßig sozialisiert. Und, aber spielen Sie noch ab und zu mal Posaune? Nein, das ist wirklich einfach vorbei. Ich kann es nicht mehr. Hören Sie Rockmusik, Maestro? Naja, ich höre ja ständig Musik, egal ob ich es möchte oder nicht, weil ja in jedem Fahrstuhl und in jedem Laden, wo auch immer, läuft ja Musik. Deswegen höre ich auch sehr viel Rockmusik, ja. Und es gibt auch Rockmusik, die ich gern mag. Zum Beispiel? Ja, das kann ich nicht verantworten, weil ich ja nicht weiß, wer das ist, wenn ich das höre. Ja, aber Sie hören Fahrstuhl nur im Rockmusik? Nein. Aber heutzutage sozusagen kaufe ich mir das ja nicht mehr als CD, sondern ich habe das irgendwie mal, ja. So, also nein, ich mag manches ganz gern. Nur nicht so laut, da bin ich ein bisschen empfindlich. Haben Sie einen Hero als Frontmann von den Rockstars? Zurzeit höre ich gerne Brandenburg Gate. Ja,
jetzt haben Sie mich erledigt. Ja, Brandenburg geht. Ja, Paul Desmond. Oh, das, jetzt... Dave Brubeck. Ja, na gut, den kenne ich noch. Das ist ein ganz wunderbares Stück. Das ist, ich würde mal sagen, sowas wie Storytelling. Ja. Ja. Also das ist ein ganz großartiges Stück, das ich spät entdeckt habe. Und wenn ich so Ohrwürmer habe, muss ich das sehr oft hören. Also das ist zurzeit mein Renner. Und wenn Sie so als von den Rockstars, wäre das eher Mick Jagger oder eher Freddie Mercury oder jemand wie Paul McCartney? Aber so das, der Musik bin ich nicht mehr so nahe gekommen. Ja. Der Jazz war zu dominant dafür. Aber gut, Little Red Rooster von den Rolling Stones ist schon etwas, was ich immer noch gern höre. Das war das einzige Mal, wo ich in meinem Leben gekifft habe. Haben Sie etwa auch inhaliert? Ja, es hat jedenfalls nicht gewirkt und dann habe ich es gelassen. Daher ist mir das Stück irgendwie im Gedächtnis. Ja, und, ja aber jetzt, das muss ich, mein knallhartes journalistisches Ethos erfordert, dass ich nachfrage, wo war das denn? Einer Studentenverbindung. In der Studentenverbindung? Sollte man nicht verwöhnen. Ja, verraten Sie, was sie für einen Namen hatte? Carolingia. Da sage ich ganz herzlich Dank. Vielen Dank, dass wir hier eingeladen sein durften. Es ist wirklich eine großartige Atmosphäre. Und schade, dass wir in den nächsten Zeiten keine Wahlen haben. Hätte ich sie vielleicht ein bisschen niedergeschlagen. Ja? Vielen Dank, Ministerpräsident Kretschmann. Dankeschön. Und natürlich Cornelius Meister. Thank you.
Sure.